Wunderschönen guten Morgen oder guten Tag. Willkommen zurück zu diesem neuen Vlog. Ich wollte eigentlich bis morgen warten, dieses Intro zu machen, aber ich habe gerade ein bisschen Redebedarf. Ich war am Wochenende mit meiner Großen in Manhattan, haben wir lecker gegessen und die St. Patrick's Parade haben wir uns angeguckt. Wir wussten gar nicht, dass die an dem Wochenende überhaupt ist. Also ich hatte null Ahnung, aber es war ein richtig schöner Tag. Es war auch wunderschönes Wetter. Und ich wollte eigentlich, wie gesagt, erst morgen als Dienstag, es ist nämlich heute Montag, eigentlich wollte ich morgen in aller Ruhe im Wohnzimmer das Intro machen, aber wir haben heute den Foundation-Typ da gehabt. Also jemand von einer Firma, die sich um die, wie nennt man das in Deutsch? Ich weiß es gar nicht genau. Die Base, also vom Haus, die Foundation, sich drum kümmert, weil wir schon beim Einzug gemerkt haben, dass das Haus so ein bisschen schief steht. Wurde uns aber versichert von mehreren Arbeitern, bevor wir den Vertrag unterschrieben haben, dass das normal ist, dass ein Haus halt settled, bis es halt irgendwann mal da angekommen ist, wo es halt ankommen soll, und dann würde sich in der Regel auch nichts mehr verändern. Und in den letzten paar Wochen ist uns halt vermehrt aufgefallen, dass am Boden selber, am Holzboden selber Cracks sich gebildet haben. In der Garage ist der Beton aufgeplatzt und vor allen Dingen in der Küche auf unserem Countertop, der hat sich irgendwie nach vorne gedrückt, also die Wand versinkt, also unser ganzes Haus versinkt. Der Typ war jetzt nämlich gerade da, hat alles vermessen, hat alles mit so einer Wasserwaage halt vermessen und unser Haus versinkt in beide Richtungen. Ich weiß gerade nicht, ob ich heulen oder lachen soll, weil das halt auch wieder Geld ist, das wir so nicht eingeplant haben. Es ist zwar bezahlbar, aber es ist halt wieder Geld, was wir so eigentlich nicht eingeplant haben, wo wir dann halt anderswo nochmal einstecken müssen. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und zwar kommen die Mitte April und werden uns das Haus anheben und unter die Foundation, also unter dem Haus, so ein Foamzeug, also so ein Schaumzeug sprühen, was halt das Haus dann level hält, und dann steht unser Haus sozusagen auf Stelzen. Also soweit ich das verstanden habe, sind dann, ich glaube, drei in der Ecke von der Garage, wo Stelzen hin müssen. Vorm Haus müssen, glaube ich, zwei hin. Und auf der linken hinteren Ecke vom Haus müssen, glaube ich, auch nochmal drei Stelzen hin, dass das Haus dann halt nicht weiter sinkt. Der ganze Spaß ist dann natürlich nicht so wirklich billig. Aber es muss gemacht werden. Und ich bin ganz froh, dass der Typ da war, dass mein Mann meine Sorge nicht auf die leichte Schulter genommen hat, weil ich halt schon seit ein paar Wochen jetzt immer mal wieder erwähnt habe, dass mir das irgendwie komisch vorkommt, auch weil auch bei der Melissa im Zimmer an der Wand riesengroße so Cracks sich gebildet haben am Fenster. Also in der unteren linken Fensterecke kompletten Riss, ganz runter, und zwar einmal quer und halt auch über dem Fenster oben rechts, und anhand dessen habe ich halt auch schon gemerkt, ist schon längere Zeit, also ist schon seit mehreren Wochen ist vermehrt gemerkt, dass da irgendwie was nicht stimmt. Und die kommen auf jeden Fall Mitte April und jetzt muss mein Mann sich nur drum kümmern, weil eigentlich sollte am Freitag, sollten ja die Kachelleute kommen, für meine Kacheln anzubringen an der Wand, an der Küche, damit meine Küche nach 6 Monaten endlich mal komplett fertig ist, und das geht halt jetzt auch nicht. Also das war aber auch logischerweise eigentlich vorauszusehen, wenn die das Haus anheben Mitte April, dass es nicht besonders clever ist, Kacheln an die Wand zu bringen, weil natürlich dann auch die Wand nochmal hochgedrückt wird und sich das alles nochmal so ein bisschen dann halt shiftet. Also ich weiß gar nicht genau, wie ich das in Deutsch erklären soll, aber in meinem Mind, also in meinem Kopf hat das natürlich auch Sinn gemacht, das vielleicht bis später zu verschieben, weil dann die Kacheln eventuell kaputt gehen oder von der Wand fallen, weil die Wand sich dann halt von da nach da hochdrückt und alles, was halt an der Wand dran ist, dann halt mitschiftet. Deswegen kann auch gut sein, dass wir wahrscheinlich die eine oder andere Wand noch ein bisschen mehr drunter leidet, dass wir dann halt auch komplett neue Gipswände ins Haus anbringen müssen an manchen Stellen, und unten der Boden muss aufgerissen werden. Es kommt also noch einiges auf uns zu. Jede Menge Chaos, Stüpp, Schmutz und Arbeit. Aber ich bin ganz froh, dass wie gesagt, mein Mann das nicht auf die leichte Schulter genommen hat, dass da jemand rauskam, der das vermessen hat. So, dass wir das halt noch jetzt stoppen können, bevor es richtig, richtig schlimm wird. Weil wir haben nämlich von außen an der Foundation unten halt schon Riss, der sich gebildet hat. Und der hätte innerhalb von einem Jahr schon richtig an der Hauswand halt hochkrabbeln können, bis zur Decke, also bis zum Dach. Der Typ meinte zwar, das Haus würde zwar nicht kollabieren, aber man hätte dann halt, ja, teilweise Risse in der Wand.
kann man dem Nachbarn dann durch die Risse zuwinken. Aber ja, das ist halt das, was jetzt gerade passiert ist. Und ich dachte, ich muss es jetzt loswerden. Ich muss es erzählen, solange es jetzt noch frisch ist. Und dann muss man mal gucken, was wir die Woche noch machen. Also Freitag fällt er dann jetzt auch weg. Ich wollte eigentlich am Freitag auch, beziehungsweise am Wochenende, ein Food Diary drehen, weil ich meine komplette Küche einfach mal feiern wollte und einweihen wollte. Aber jetzt muss ich ja wahrscheinlich erstmal nochmal warten. Ich gehe mal von aus, vor Mai läuft da nichts. Mit viel Glück habe ich meine Küche dann im Juni. Dann ist das fast ein ganzes Jahr her. Muss man sich auch mal reinziehen. Dann hat das alles mal einfach ein ganzes Jahr gedauert, weil halt immer irgendwie was dazwischen kam. Also das Leben ist halt wirklich so, man kann es einfach nicht planen. Es kommt halt wirklich immer anders, als man denkt. Aber ja, soweit jetzt auf jeden Fall dazu. Ich war ja, wie gesagt, am Wochenende, das wollte ich jetzt euch noch gerade zeigen. Wie gesagt, mit meiner Tochter in Manhattan, hatte ich ja gerade eben erwähnt. Und wir waren halt auch im Ulta. Und ich hatte ja bisher immer dieses Olaplex Haaröl. Das ist noch nicht gesponsert jetzt. Aber ich habe gedacht, ich investiere mal in etwas, was nicht ganz so teuer ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Kein Plan. Aber das ist halt auch Haaröl. Das ist auch heat protected bis, ich glaube, 300 oder sogar 450 Fahrenheit. Bis 300, irgendwas mit über 300 Grad, keine Ahnung. Und das riecht so ein bisschen blumig, weil mir das Olaplexöl einfach so ein bisschen zu teuer ist. Da bezahle ich nämlich für, ich glaube, 30 Milliliter $30 und hier sind halt 45 Milliliter drin und man braucht genauso wenig an der Menge und kostet genauso viel, von daher ist es dann halt ein Ticken billiger. Und dann hat der Ulta einfach auch Essence und da habe ich mir ein Lipgloss gekauft. Von Essence diese Juicy Bombs, Shiny Lip Balm. Da hatten sie leider nur dieses rote. Ich finde das aber total schön. Fühlt sich auch irgendwie total pflegend an und schmeckt halt auch richtig lecker. Schmeckt nach Pomegranate. Ist so ein bisschen in roten Tint drin. Finde ich total toll. Falls ihr im Hintergrund Hundegebelle hört, es ist wieder gerade das Wetter, wo halt die Nachbarn gerne die Hunde draußen parken. Und dieser Hund, das ist der neue Nachbar, aus dem Garten raus, hinterm Haus. Und die haben einen Hund namens Luna und die bellt alles und nichts an. Den ganzen Tag, wenn die draußen steht, parkt, also dann bellt die wirklich alles und nichts. Das ist schrecklich. Aber ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei dem Vlog. Muss mal gucken, was die Woche noch so alles ansteht. Ich habe mir jetzt gerade einen Iced Matcha gemacht. Ich freue mich da so jetzt drauf. Es ist so warm draußen geworden. Ich war ja heute Morgen schon laufen. Eine lange Runde, also das heißt eine lange Runde, eigentlich eine normale Runde, 5 Kilometer. Und dann bin ich nach Hause zum Frühstücken, habe ein bisschen was gelesen für meinen Lesevlog und bin dann mit dem Hund raus. Und es war das erste Mal eine längere Runde. Wir waren 3 Kilometer, also ungefähr plus minus 3 Kilometer im Wald und wir waren halt einfach mal komplett alleine. Und ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, dass es der Belle so gut gefallen hat. Also die hat, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, ich glaube, in einem Vlog hatte ich es erwähnt, wo die so Angst hatte vor gewissen Geräuschen und Gegenständen, dass die mir abgehaut ist. Aber seit wir dieses Martingale-Halsband haben, klappt das ganz gut. Also da kann es auf jeden Fall nicht mehr ausbüchsen, weil ich hatte halt danach die Angst gehabt, mit dem Hund überhaupt rauszugehen. Weil, also ich war so fertig mit den Nerven und habe da wirklich selbst diesem Martingale-Halsband nichts zugetraut. Also ich habe mich einfach nicht getraut, mit dem Hund rauszugehen. Und ja, nach und nach es wird. Also der Hund, der hat weniger Angst. Und wir waren, wie gesagt, jetzt eine Runde im Wald. Wir waren ganz alleine. Es war traumhaft. Dem Hund hat es Spaß gemacht.
Mir hat es Spaß gemacht, mir hat es gut getan, vor allen Dingen nach der Sache gestern. Also ich kann im Wald am besten wirklich entspannen und meinen Kopf komplett ausschalten, meine Probleme vergessen. Also das geht wirklich am allerbesten in der Natur. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier jetzt meinen Iced Matcha mit Sojamilch trinken und vielleicht noch ein bisschen was lesen. Haushalt muss ich heute nicht groß machen, das habe ich alles gestern schon erledigt. Der Hund kaut am Knochen. Hat eben auch schon ein kleines Nickerchen gehalten. Wir kamen nämlich jetzt tatsächlich schon vor einer Weile nach Hause. Also bestimmt schon vor einer Dreiviertelstunde. Aber ich habe mich auch erstmal auf die Couch gesetzt so ein bisschen. Weil ich halt heute viel unterwegs war, viel raus war. Aber das muss man jetzt auch noch ausnutzen, weil ab morgen ist das Wetter nicht mehr so schön. Also ab morgen soll es wieder bewölkt werden. Es soll wieder kälter werden. Also unter Null nachts und... Ja, ich glaube, am Wochenende soll es sogar regnen. Also die ganzen zwei Tage, das ganze Wochenende über. Mein Mann, der hat nächste Woche übrigens auch Nachtschicht. Bin ich auch mal gespannt, wie das werden wird, weil soweit ich weiß, wollten die Fundamentleute, also diese Fundament, ich weiß nicht, wie das Wort in Deutsch heißt, diese Base vom Haus, soweit ich weiß, wollten die das nächste Woche machen. Aber wie das dann gehen soll, wenn mein Mann tagsüber schläft, das wird bestimmt noch interessant, aber wird schon irgendwie. Ich lese übrigens, auch wenn das jetzt nicht mein Buchkanal ist, auch dieses Manga, da habe ich angefangen. Mir gefällt die, wie heißt diese, die Zeichnung hier drin total gut, die Kunst. Bin ich gespannt, lese ich nachher auf jeden Fall noch ein bisschen. Und dann lese ich auch noch From Plot and Ash, also für einen Lesevlog. Da habe ich heute Morgen ein bisschen was gelesen, da bin ich aber noch nicht so weit. Bei uns gibt es heute Kindheitsessen und zwar Mehlklöße mit ausgelassener Butter und Speck. Dazu gibt es dann leckeres Apfelmus. Ich weiß, dass es in anderen Teilen von Deutschland herzhaft gegessen wird. Ich glaube, in Köln isst man das anders. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, unter welchem Namen ihr die Mehlklöße kennt oder ob ihr die überhaupt kennt. Und wenn ihr die kennt, ob ihr die auch süß esst, wie wir, also so süß-herzhaft. Ich habe heute nur 3 Teller, weil die Melissa momentan noch bei einer Freundin ist. Der mache ich das Essen dann später warm. Aber wir lassen uns das jetzt auf jeden Fall schmecken. Ich esse das so gerne. Die Claire ist nur leider gar kein Fan davon. Deswegen mache ich es super, super selten. Aber ich habe halt auch so richtig Bock drauf. Und alle paar Monate geht das klar. Oh, das schmeckt so gut, Leute. Das schmeckt so gut. Happy Donnerstag.
ich bin gerade vom Einkaufen gekommen. Dachte, ich erzähle euch ein paar Takte, weil ich halt gestern nichts mitgevloggt habe. Also beziehungsweise ich habe gestern mit der Kamera nicht geredet. Ich habe gestern einfach nur so ein bisschen mitgevloggt. Es ist aber auch nichts wirklich Spannendes passiert gestern. Ich war gestern mit dem Hund viel unterwegs und habe dann halt gestern auch noch viel gelesen für meinen Lesevlog. Ich muss auch nachher auf jeden Fall noch ein Video schneiden für den Buchkanal, sonst gibt es am Sonntag kein Video. Ich schiebe das schon die ganze Zeit vor mir her, weil es halt dieses Video ist mit der Dark Romance. Und ich glaube, das ist nicht so cool geworden. Schon allein, weil ich halt 2 von 3 Büchern nicht so cool fand. Aber egal, ich bin jetzt auf jeden Fall einkaufen gewesen. Also meinen Zwischeneinkauf habe ich gemacht. Und zwar war ich zuerst beim Aldi. Da mache ich ja jetzt immer meinen Haupteinkauf. Und danach dann halt im Walmart. Und nur eine Sache habe ich nicht bekommen. Die Claire hat nämlich gefragt, ob ich von Aquaphor dieses Lip Repair Balm kaufen kann oder kaufen könnte. Normalerweise hat der Walmart das, aber die sind momentan ausverkauft. Und es konnte mir auch keiner sagen, wann die nochmal reinbekommen. Deswegen muss man gucken. Aber ich muss sowieso Ende nächster Woche nochmal nach Manhattan. Da gucke ich mal, ob der Target das vielleicht hat, weil ich muss ja Ende nächste Woche meine Bücher in der Bücherei wieder abgeben. Deswegen. Aber ich dachte mir, ich könnte euch eventuell gerade mal schnell noch meinen Zwischeneinkauf zeigen. Es ist jetzt nicht arschviel, aber es ist jetzt genug, würde ich sagen, zum Schnelldurchlauf zeigen. Ich habe sogar Spargel bekommen. Ich habe jetzt ungelogen schnelle Storytime. Vielleicht interessiert es auch niemanden. Keine Ahnung. Aber ich habe Spargel das letzte Mal gegessen, als wir Deutschland verlassen haben, 2019. Ende 2019 war das, glaube ich. Und in dem Frühjahr von dem Jahr 2019 war das letzte Mal, dass ich Spargel gegessen habe. Weil es in Japan unglaublich teuer war. Also wir sind ja 2019 von Deutschland nach Japan gezogen für 3 Jahre nach Okinawa. Und da war Obst und Gemüse so mega teuer, dass man das wirklich limitiert hat. Und deswegen hatte ich dann in Japan auf jeden Fall keinen Spargel gekauft. Also der war wirklich unglaublich teuer. Und letztes Jahr war die Ernte hier bei uns hier in Kansas und Umgebung so winzig. Also auch Erdbeeren gab es letztes Jahr hier, zumindest lokale Erdbeeren, so gut wie gar nicht, weil einfach der Winter hier extrem krass war. Also habe ich ja gerade eben, glaube ich, auch mit dem Frühling erklärt, dass Kansas das irgendwie manchmal so komplett skippt, weil es dann halt nochmal kalt wird und dann von heute auf morgen super heiß und dann ist auf einmal Hochsommer anstatt Frühling. Und die Pflanzen bzw. die Ernten, also die Bauern, die Farmer, die leiden da schon sehr drunter. Bell, ich bin am Aufnehmen. Würdest du bitte aufhören? Aber ich denke, ich zeige euch jetzt mal ganz schnell den kompletten Einkauf. Es ist wie gesagt nicht viel. Ich drehe euch einfach mal rum. Also wir fangen jetzt einfach mal hier auf der rechten Seite an. Und zwar haben wir da einmal die 2%ige Milch. Das ist ein ganzer Gallon. Ich glaube, ein ganzer Gallon sind 3,7 Liter. Da haben wir nämlich nicht mehr viel. Dann haben wir nochmal Orangensaft gebraucht. Hier ist meine Sojamilch. Ich wünschte nur, der Aldi hätte eine Sojamilch ohne Zuckerzusatz. Aber das haben die nicht. Ich bin momentan wieder total auf einem Sojamilch-Trip. Ich habe ja manchmal so Phasen, wo ich zwischen Sojamilch und Hafermilch wechsle. Aber momentan trinke ich wieder sehr, sehr, sehr gerne die Sojamilch. Dann mache ich auch meine Oats immer, meine Protein-Oats. Dann haben wir hier den Spargel, von dem ich eben gesprochen habe. Dieser ganze Bündel, einfach mal nur 2 Dollar. Ich denke, die mache ich im Backofen mit Olivenöl und ein bisschen Gewürzen. Also Salz, Pfeffer, Zwiebel granuliert, Knoblauch granuliert und ja, lecker. Ich freue mich schon drauf. Mal Salatgurke, eine Avocado, die ist noch sehr, sehr unreif. Also die ist wirklich noch sehr, sehr hart. Also ich denke, die braucht bestimmt erstmal noch mal ein paar Tage, bis die überhaupt mal reif ist. Ein paar Tomaten für aufs Brot und in den Salat. Eine ganze Tüte voller Äpfel. Ich glaube, das sind 2 Kilo Äpfel. Das sind jetzt die Fuji-Äpfel. Die waren am günstigsten. Ich glaube, irgendwas mit 3 Dollar noch was. Ein paar Bananen, ein paar Tiefkühlheidelbeeren. Die muss ich auch direkt in den Tiefkühler packen. Die stehen schon ein bisschen hier. Die sind bestimmt schon aufgetaut. Und dann für die Balance in der Ernährung darf Schokolade nicht fehlen. Und zwar Robin Eggs für meinen Mann. Dann habe ich hier deutsche Schokolade mit Hazelnut Crisp gekauft. Und diese Moser-Eier, also diese leckeren Nougat-Ostereier mit Crisp drin. Ich liebe die Dinger. Wer mir jetzt schon länger folgt, weiß, oder wer in Amerika lebt als Deutsche, weiß, dass es in Amerika kein Nougat gibt oder nicht wirklich viel mit Nougat. Ich glaube, in der Kommissarie gibt es Nougat-Schokolade, so Import von Rittersport, glaube ich, für, weiß ich nicht, $1.10 oder so. Aber im Grunde so im Allgemeinen, so Normalo, gibt es hier kein Nougat. Also da kommt man nicht einfach so dran. Und deswegen freue ich mich immer, wenn der Aldi diese Nougat-Dinger hat. Am Weihnachten gibt es die als Weihnachtskugeln und an Ostern dann halt als Ostereier. Esse ich total gerne. Ich habe schon wieder 2 Packungen gekauft, damit ich jetzt erstmal vor Ostern mal was habe. Weil immerhin ist bald Ostern. Ich glaube nicht, dass die nochmal eine neue Lieferung bekommen. Und dann habe ich hier im Walmart jetzt 2 Packen Joghurt gekauft. Das sind jeweils 4 so kleine Joghurts. Einmal Vanille, einmal Pfirsich. Ich habe die sonst immer im Aldi gekauft, weil sie einfach günstiger sind, aber der Aldi hat irgendwie die Rezeptur geändert und es schmeckt mir einfach nicht mehr. Deswegen habe ich dann jetzt hier die Walmart-Marke gekauft, die
Also ist jetzt noch nicht so super viel teurer jetzt als im Aldi, aber wenn es im Aldi nicht mehr schmeckt, dann ist es halt so. Und dann muss ich halt erstmal nochmal auf diese zurückgreifen. Und dann haben wir nochmal Marmelade gebraucht. Wir haben da momentan einen, so einen Himbeer-Marmeladenfimmel. Ist man momentan lieber als Erdbeer. Da hole ich dann halt momentan die Natural-Marmelade von Smuckers. Die hat halt keine High-Fructose-Corn-Syrup. Dingsbums drin. Essen wir momentan am liebsten. Hier drüben haben wir dann jetzt das Brot und die Bagels, auf denen wir dann auch die Marmelade super gerne essen. Das sind einmal Zimt-Rosinen-Bagel, einfach nur ein stinknormales Weißbrot. Machen wir uns auch oft in den Toaster, weil es sonst einfach ein bisschen zu trocken und zu lasch ist. Aber es ist halt so ein italienisches Brot. Ich mag dieses amerikanische Papschbrot nicht, dieses Wonder Bread und dieses Sandwichbrot. Damit habe ich es gar nicht. Deswegen durfte das da jetzt halt mit. Dann haben wir hier ein paar Croissants für die Schule für morgen und fürs Frühstück, fürs Wochenende. Und wir haben auch keine Haferflocken mehr gehabt. Und ich denke, ich mache mir dann jetzt auch noch gleich einen Kaffee. Da steht nämlich noch meine Kaffeetasse von heute Morgen. Die hatte ich vor etlichen Jahren von meiner Schwester geschenkt bekommen. Ja, aber genau. Ich räume jetzt auf jeden Fall hier alles weg und dann mache ich mich sofort an die Wäsche, weil es ist jetzt halt auch schon einfach mal 11:30. Schönen Freitag. Ich komme gerade vom Arzt. Ich hatte heute Morgen einige Termine. Also ich hatte die Impfung mit der Melissa da schon einen Termin gehabt beim Arzt. Die wurde gegen Hirnhautentzündung geimpft. Ich wusste gar nicht, dass man dagegen impfen kann. Die hat auf jeden Fall da jetzt ihre Impfung bekommen für den Strain A und auch die erste Impfung für die Hirnhautentzündung B. Da gibt es wohl zwei verschiedene, habe ich auch nicht gewusst. Auf jeden Fall muss ich dann noch mal einen Monat mit der Melissa hin. Das ist nämlich eine Zweifachimpfung. Und es ist ganz gut, dass wir das jetzt gemacht haben, weil das zweite, also die Extraimpfung, war optional, also optional. Ich bin ganz froh, dass ich das jetzt erledigt habe, weil die hätte die Impfung für die Ausbildung, die sie machen will, weil die will ja später Ärztin werden, die will aufs College, die will ja Medizin studieren und da ist es auf jeden Fall required. Also da muss die Impfung so oder so haben und so ist sie dann schon aus den Füßen, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn die jetzt nächstes Jahr das letzte Schuljahr beginnt und sich fürs College ready macht, dass man da mehr als genug andere Dinge noch im Kopf hat und so ist dann wenigstens eins abgehakt in der Checkliste, wo man sich dann halt später nicht drum kümmern muss. Aber das habe ich dann heute auf jeden Fall gemacht. Im Anschluss sind wir dann noch eine Etage tiefer zum Hautarzt. Habe ich mir dann jetzt meinen Faden mir ziehen lassen, meine Fäden von der OP, die ich da hatte. Das ist auch erledigt. Und danach habe ich dann die Melissa noch schnell zur Schule wieder gefahren und dann bin ich jetzt hier auf dem Parkplatz für die Bücherei. Da wollte ich meine Bücher wieder zurückgeben. Also eigentlich wären die erst für am 27. wieder zurückgabebereit. Also beziehungsweise, was heißt zurückgabebereit? Die Ausleihzeit, die läuft halt am 27. ab. Und da wir aber am 27. die Hausleute da haben, die das Haus halt anheben, das ist nächste Woche Dienstag und Mittwoch, mache ich das dann jetzt schnell. Es ist nämlich auch schon nach 9, es ist schon 10:30. Ich habe noch nichts gefrühstückt übrigens, weil wir schon um 7:40 los mussten. Gerade so zum Termin geschafft haben, weil das eine Gate, weil wir fahren ja on base ins Krankenhaus, also Militärkrankenhaus. Wir sind hier über das Militär versichert. Und das Gate, was in der Nähe vom Krankenhaus ist, das war gesperrt. Das war zu, da ging nichts. Und anscheinend hat keiner gewusst, dass es gesperrt ist, weil alle umgedreht sind. Also ich habe keine Ahnung, warum das nicht offen war. Das ist normalerweise ein Gate, was von montags bis freitags, von morgens bis spätnachmittags offen sein soll. Keine Ahnung, woran das lag. Auf jeden Fall mussten wir deswegen halt umdrehen in ein ganz anderes Gate rein, waren am anderen Ende von der Base und mussten dann einmal querbeten, einmal durch. Haben 10 Minuten verloren und kamen dann ein paar Minuten zu spät zum Termin, aber ging noch alles gut und ich werde jetzt, wie gesagt, in die Bücherei meine Bücher zurückgeben. Ich weiß nicht, ob ich neue Bücher ausleihen werde. Muss ich mal gucken, weil ich habe auch noch die Bücher aus der Manhattan Bücherei und auch noch ein verlängertes Buch, dieses From Plot and Ash von dieser Bücherei hier. Aber ich wollte mich dann noch ein bisschen umgucken und dann fahre ich nach Hause und mache mir dann direkt mein Frühstück, weil ich habe so einen Hunger. Ich
habe so einen mega Hunger. Eigentlich ist es dann schon Brunch, schon fast Zeit für Lunch, aber ja, das war halt so mein Morgen. Ich wollte eigentlich mitvloggen heute Morgen so ein bisschen mit dem Handy im Krankenhaus, so ein bisschen nebenbei, aber dadurch, dass wir halt zu spät zum Termin kamen oder gerade so geschafft haben, noch dran zu kommen, war das alles so ein bisschen gerusht, also so ein bisschen gestressig und ein bisschen, ja, es ging einfach nicht deswegen, aber ja. Ich gehe dann jetzt mal in die Bücherei, meine Bücher zurückgeben.